Moin! Herzlich willkommen auf dem Brüllmarkt in Jever, heute bei strahlendem Sonnenschein. Herzlich willkommen! Auch im Namen der Landfrauen Friesland-Wilhelmshaven begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Traditionell fangen die Landfrauen hier an, dürfen die Begrüßung machen. Und wir haben gerade im Ernteumzug gemeinsam alle diesen wunderbar reich bestückten Erntewagen mit der Erntekrone vom Kreishaus hier auf den alten Markt gebracht. Aber wenn ich mir die Erntekrone so ansehe, die zum Erntedankfest das Landvolk gebunden hat, dann frage ich Sie und ich frage mich selber auch, ist Erntedank heute noch zeitgemäß? Oder wie heißt es so gut, ist Erntedank heute noch in? In den Supermärkten bekommen wir doch alle Waren aus allen Herren Ländern. Der Bäcker hält sein gesamtes Sortiment bis abends für uns vor. Immer können wir alles bekommen. Und trotzdem, so wirklich zufrieden, scheinen wir damit nicht zu sein. Unsere Landwirtschaft steht heute unter einem hohen Druck. So gilt es, strenge Auflagen zu erfüllen, den Wünschen der Verbraucher nachzukommen und wirtschaftlich auch noch mit anderen Ländern konkurrieren zu können. Damit ist die wirtschaftliche Lage auf vielen Betrieben schon nicht einfach. Auf der anderen Seite kommt hinzu der psychische Druck, der auf vielen landwirtschaftlichen Familien lastet. Sie müssen in der Öffentlichkeit sich oft harsche und oft völlig haltlose Kritik stellen in Richtung auf Tierhaltung, Pflanzenschutz und Düngepraxis. Wer soll das dauerhaft aushalten können? Unsere Landwirtschaft befindet sich im Wandel, aber das braucht Zeit und Unterstützung. Unsere Landwirte in Deutschland produzieren weltweit die hochwertigsten Lebensmittel und halten dabei weltweit die strengsten Auflagen ein. Wer die Lebensmittelproduktion ins Ausland vertreiben will, gefährdet damit nicht nur tausend Arbeitsplätze hier in der ländlichen Region, sondern fördert auch, dass wir in Zukunft Lebensmittel in Deutschland auf den Tisch bekommen, die häufig nicht diesen strengen Auflagen unterliegen. Profitieren würde hiervon keiner, weder der Landwirt, noch der Verbraucher, noch unsere Tiere. Vertrauen Sie unseren Landwirten und seien wir dankbar für die Lebensmittel, die hier hergestellt werden. Wenn auch Sie in Zukunft Obst, Gemüse, Fleisch, Getreide, Milch hier vor Ort beziehen wollen, dann kommen Sie hierher, dann vertrauen Sie unseren Landwirten und machen ihnen Mut und ziehen ihnen nicht den Boden unter den Füßen weg. Genau deswegen finden wir Landfrauen, dass Erntedank zeitgemäßer denn je ist. Denn vergessen wir nicht, die Zukunft der deutschen Landwirtschaft liegt in Ihren Händen. Vielen Dank.